Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Serie Anonymität im Internet. Was kann ich tun? So, was wir dieses Mal machen, ist ein Browser-Fingerprint. Was das genau ist, werdet ihr gleich erfahren. Und zwar habe ich euch mal eine Seite, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen lesen: https://panoptiklick.eff.org. Einfach nach Panoptiklick googeln, dann findet ihr es auch. Und das ist sozusagen ein Tool, das misst, wie einzigartig euer Browser ist. Das bedeutet, wenn ihr hier auf Test Me klickt, dann wird erstmal ein bisschen was durchgeführt und dann wird gerechnet. Und dann ja, wird quasi gemessen, wie einzigartig ihr doch mit eurem Browser seid. Und das wird gemacht mit einigen Sachen, die ich euch gleich erkläre. Auf jeden Fall, sie haben aktuell gerade 6,086 Millionen Browser getestet. Das sind ganz schön viele. Und meiner ist gerade, also ich benutze ihn nicht als Hauptbrowser, keine Sorge, aber meiner ist einzigartig. Das bedeutet, er kann eindeutig erkannt werden, egal ob ich ein VPN, ob ich einen Proxy benutze, ob ich den anonymen, was ich übrigens gerade tue, das anonyme Fenster benutze, egal was ich mache, er ist einzigartig. So, das ist der Standard Google Chrome, auf dem ich nicht wirklich viel gemacht habe. Aber warum ist er denn so einzigartig? Und zwar haben wir hier zunächst einmal User Agent. Ich werde euch das jetzt ein bisschen erklären, was das so bedeutet. Und ja, also wir haben ein Chrome benutzt. Das hier ist übrigens gerade der Chrome der Version. So, und jetzt hier wird es interessant. 46 kennt ihr vielleicht noch. Danach kommt eine 0. Das kennt man vielleicht auch noch so, wenn man hier auf die Einstellung guckt. Und danach kommt eine 249086. Puh. Okay, das ist eine relativ eindeutige Versionsnummer von Chrome, die man übrigens nicht so einfach verschleiern kann. Ja, die ist leider ziemlich unique, was der Rest hier bedeutet. Vorne dran ist auch ein bisschen komisch. Das muss euch nicht interessieren. Im Prinzip steht hier, dass Windows 8.1 verwendet wird, was ein bisschen dumm von mir war, weil ich tatsächlich Windows 8.1 verwende und es niemals hätte tun sollen. Aber ja, so viel dazu. Dann Einstellung von eurem Browser, was ihr so akzeptiert, Text und HTML und so weiter und so fort. Hier kann man eben auch einiges ablesen und das Größte sind die Browser-Plugin-Details, die man übrigens am Anfang schon relativ schlecht eigentlich eingerichtet hat, aber manche Leute verändern sie dann halt noch und dadurch wird es noch uniker. Ich habe nicht viel dran verändert, ich glaube, ich habe überhaupt nichts dran verändert, weil ich den Browser einfach so benutzt habe, wie er kam. Gut, da wird quasi erklärt, was sie für Plugins benutzt, nämlich einen PDF-Viewer, den von Chrome mitgelieferten. Aber die haben auch alle eine eindeutige Versionsnummer und so ein paar Identifikationsbits. Dann noch ein PDF-Viewer. Achso, der tragbare, genau. So, und dann haben wir hier noch ein paar andere Sachen, die im Prinzip nicht wirklich wichtig sind. Wichtig wird es dann wieder hier: Shockwave Flash. Flash ist eine Krankheit, was Sicherheit angeht. Selbst wenn ihr Tor benutzt oder wenn ihr ein VPN benutzt, Flash kann tatsächlich überlistet werden, eure echte IP preiszugeben. Das heißt, immer schön Flash deaktivieren oder Flash einfach komplett deinstallieren, das braucht man eh nicht. Alles, was irgendwie Sinn hat, läuft mittlerweile über HTML5-Videos. Also sowas wie YouTube läuft über HTML5. Das heißt, da braucht ihr überhaupt kein Flash mehr dazu. Ja. Genau, so, Plugin 4 ist wieder irgendein Decryption-Modul und interessiert uns eigentlich nicht weiter. Also hier, alle Plugins, die wir hier irgendwie benutzen, sind ziemlich hart. Und man bemerkt, dieses Plugin oder halt diese Webseite benutzt überhaupt kein Flash, die kann es einfach so direkt auslesen über JavaScript. So, dann haben wir hier die Zeitzone, wo ich ungefähr bin. Wir haben die Auflösung des Bildschirms und wir haben die Schriftarten. Dann haben wir die Cookies, die enabled sind. Und wir haben ein paar andere Sachen, die uns eigentlich auch nicht wirklich interessieren. Ja, was das alles bedeutet, ist, dass dieser Browser einfach erkannt werden kann. Sprich, wenn ich jetzt eine Webseite aufrufe, sagen wir mal Facebook, die sind so schlau, oder Google, und ich habe ein VPN benutzt und ich habe keinen VPN benutzt, dann können die mir eindeutig sagen, und ich habe ein anonymes Fenster von mir aus benutzt. Und dann können die mir sagen, okay, dein Browser ist derselbe. Du warst gerade eben noch in Deutschland und jetzt bist du in Frankreich. Das bedeutet, du hast einen
Webproxy oder ein VPN oder einen normalen Proxy benutzt. Oder von mir aus auch das, ja okay, Tor nicht, das hat einen eigenen Browser. Aber wir können dich trotzdem identifizieren. Und zwar anhand einfach von deinen Daten, von diesen 22,54 Identifikationsbits, die wir hier gefunden haben. Und können dich trotzdem eindeutig zuordnen, können wieder ein Personenprofil von dir anlegen über das, was du bei uns gemacht hast und können das eindeutig nachprüfen. Und ihr könnt es gerne bei euch mal testen. Ihr denkt jetzt vielleicht, dass das hier was Besonderes ist, dass er unique ist, aber ich habe das mit so ziemlich jedem Browser gemacht, den ich irgendwie gefunden habe. Habe auch teilweise Sachen manipuliert und so weiter und er ist immer noch unique. Einige Sachen könnt ihr allerdings trotzdem dagegen machen. Und zwar gibt es Tools, die verbieten JavaScript die Ausführung. Jetzt muss man natürlich wissen, welche JavaScripts man deaktivieren soll und welche nicht. Aber ich zeige euch erstmal das Tool. NoScript heißt das ganze Ding. Ja, das gibt es für Firefox und für Chrome heißt es anders. Für Chrome heißt es, soweit ich weiß, NotScript. NotScript hier. So, was ihr damit machen könnt, oder Script Safe in dem Fall, sie haben es umbenannt, so wie es aussieht. Was ihr machen könnt, ich bin jetzt im Anonym, deswegen kann ich es nicht hinzufügen. Was ihr damit machen könnt, ist, ihr könnt auswählen, also ich kann es einfach mal kurz installieren. So, jetzt habe ich es installiert. Was ihr dann bekommt, ist hier oben so eine Schaltfläche. Ihr müsst es allerdings, wenn ihr es im Anonym benutzen wollt, auch noch dafür aktivieren. Das geht über die Einstellung und dann Erweiterung. Was ihr damit macht, ist folgendes: Ihr klickt hier drauf und dann seht ihr, naja, okay, welche Skripts benutzt werden. Ich kann einfach mal auf Google gehen, das sind mehr. Google.de eigentlich, nicht CH. Ich weiß gar nicht, warum man mir das ständig vorschlägt. Egal, hier oben. Okay, doch nicht. Dann haben sie es geändert. Gut, auf jeden Fall habt ihr hier eine Auswahl von Skripts, die irgendwie benutzt werden. So, was das alles bedeutet, ist, ihr erlaubt die Scripts oder ihr erlaubt sie nicht. Und wenn ihr hier Distrust macht, beziehungsweise Deny, dann werden die Skripte allesamt nicht erlaubt, die über Google ausgeführt werden, beziehungsweise über Panopticlick. Und da das meiste über JavaScript ausgeführt wird, sprich die ganzen Sachen zum Auslesen werden über JavaScript ausgeführt, wenn ihr hier nicht erlaubt macht, dann steht hier unten Disable. Disable heißt einfach, dass ihr das Skript deaktiviert, also das Script Safe deaktiviert. Keine Sorge, das ist es nicht. Aber wenn wir hier das Ganze verbieten und dann auf Testen gehen, dann sehen wir hier, okay, der User Agent kann immer noch einfach ausgelesen werden. Die HTTP Accept Headers können auch noch ausgelesen werden. Aber Browser Plugins können nicht mehr ausgelesen werden. Time Zone geht nicht mehr. Screen Size und Color Depth geht nicht mehr. Die System Fonts, also die Schriftarten, gehen nicht mehr. Die Cookies gehen noch, wie wir hier sehen. Und dann ein Super Cookie Test geht auch nur mit JavaScript. Das heißt, ihr habt schon mal hier einige weniger Blöcke, die euch irgendwie identifizieren können. So, und jetzt kommt der Witz da dran. Er ist immer noch einzigartig. Das bedeutet, es reichen der User Agent, der Accept Header hier, also sprich die Version von Chrome. Wahrscheinlich habe ich Chrome eine Weile nicht abgedatet, weil ich den eigentlich auch nicht benutze. Und ob Cookies aktiviert sind. Cookies könnt ihr deaktivieren, das funktioniert schon. Ach so, und ich habe gerade herausgefunden, warum bei Google das alles nicht angezeigt wird. Und zwar, wenn ich jetzt hier F5 mache, habe ich hier gerade mal Google aktiviert. Und wenn wir das hier erst erlauben und nicht mehr verbieten, dann werden weitere Sachen angezeigt, die wir hier benutzen können. Das bedeutet, wir können jetzt hier GStatic erlauben. Wir können ja, wir können erstmal GStatic erlauben und dann nochmal irgendwas googeln. Und dann sehen wir schon hier, aha, das nächste geblockte Script ist API oder apis.google.com und so weiter und so fort. Das heißt, wir entblocken nach und nach alle Scripts irgendwie, die wir irgendwo finden. Ja, und dadurch wird dann halt alles erlaubt. So, ich habe euch hier mal ein Fenster mit den Einstellungen von Chrome. Darüber kommt ihr hier auch ganz normal über dieses Teil hier und dann Einstellungen. Geht allerdings nicht im Anonym, logischerweise. Genau, und dann geht ihr hier unten, wenn ihr diese Cookies deaktivieren wollt, dann geht ihr unter erweiterte Einstellung, Inhaltseinstellung und dann könnt ihr hier
Ausführung von JavaScript für keine Webseite zulassen könnt ihr erstmal machen, wenn ihr nicht diese Scripts deaktivieren wollt. Allerdings funktioniert dann fast gar nichts mehr. Also das kann ich euch eigentlich fast garantieren. Ihr müsst manche Scripts zulassen, sonst geht einfach nicht mal mehr Google. Ihr könnt auch hier einstellen, dass keine Bilder mehr angezeigt werden, aber das ist erstmal egal. Ich wollte euch zeigen, wie man Cookies deaktivieren kann. So, dann kann man hier Speicherung von Daten für alle Websites blockieren machen. Das geht. Allerdings muss man dann auch nach Ausnahmen Ausschau halten. Und wenn ich das jetzt hier mache, dann habe ich ein Problem, nämlich dass zum Beispiel Anmelden und sowas bei manchen Webseiten komplett nicht mehr funktioniert, weil die nur über Cookies arbeiten. Aber ja, machen wir das einfach mal, machen hier fertig, machen das wieder zu, beziehungsweise lassen das einfach mal und laden Panoptik-Click nochmal neu. Mal gucken, vielleicht funktioniert es ja jetzt endlich mal, dass wir nicht mehr unique sind. Also, ich glaube, ich muss das hier mal wieder wegmachen und dann testen wir nochmal. Gut. Und jetzt haben wir es endlich mal geschafft, dass unsere Cookies hier disabled sind und wir haben kein JavaScript an. Dann sind wir nur noch unique in 3 Millionen Browsers, die wir so bisher angeguckt haben. Das ist natürlich echt schlecht. Denn 3 Millionen Browser und wenn wir unsere IP-Adresse nicht verschleiern, dann weiß man relativ genau, wo unser Browser herkommt. Ja, also sagen wir mal, da das ganze Ding von der ganzen Welt ist sozusagen, ist es immer noch relativ eindeutig. Das wäre quasi, zwei Browser sehen gleich aus. Oh je, das ist nicht so toll. Müssen wir noch mehr machen. Und das Problem ist, dass wir hier eigentlich nicht mehr machen können, weil Chrome und die Version, naja gut, das ist nun mal die neueste Version, es geht nicht neuer. Sprich, es gibt Leute, die einfach noch nicht upgedatet haben. Und es gibt wenige Leute, die Windows 8 benutzen. Von dem her, ja, haben wir eigentlich schon keine Chance mehr, irgendwie hier was zu regeln und diesen Fingerprint irgendwie nicht mehr so unique zu machen. Also ich meine, jeder zweite Browser sieht immer noch so aus wie unserer. Es gibt nur zwei Browser, die so aussehen wie unserer. So meine ich das. Deswegen, das gefällt mir immer noch nicht. Also wollen wir was anderes machen. Was ihr als erstes mal machen könnt, ist, ihr könnt hier diese, ich habe mal den Link kopiert, sogenannte Add-on Privacy Badger benutzen. Das blockiert ja, Spying-Ads sozusagen, also und das blockiert Tracker, genau. So, diese Tracker sind im Prinzip genau das, was ihr hier habt. Ihr könnt euch das gerne mal durchlesen. Es funktioniert ganz gut. Der Browser-Fingerprint wird danach ein kleines bisschen besser. Was mir aber persönlich noch viel besser gefällt, das gibt es allerdings nicht für Chrome und ich werde euch jetzt nicht meinen Firefox zeigen, weil den benutze ich tatsächlich. Fire Gloves. Einfach mal danach googeln. Das ist ziemlich geil, das Teil. Das manipuliert eure Settings von dem Browser und gibt irgendwas Zufälliges für den User Agent an und dann könnt ihr auch ruhig JavaScript und alles anlassen. Das ist im Prinzip völlig egal, denn es generiert zufällige Werte für alles. Nämlich hier zum Beispiel für, zufällige Sachen, alle, da kann man irgendwo eine Zeit einstellen, wie häufig das macht. Und gibt euch irgendwelche Timezones an, gibt euch Plugins an, gibt euch irgendeine zufällige Auflösung von eurem Bildschirm an. Alles Mögliche, also alles irgendwie zufällig generiert. Und dadurch wird zwar euer Browser-Fingerprint nicht anders, also immer noch unique, aber er ändert sich einfach alle paar Minuten oder paar Stunden, wie auch immer ihr das einstellt. Und ja, macht euch quasi als jemand anderen. Und dadurch trickt ihr natürlich die Leute ganz schön krass. Die denken, okay, den kenne ich, den kann ich zuordnen, ich lege ein neues Profil an, den habe ich noch nie gesehen, aber ich kann danach sagen, wer es ist. Und dann ist das überhaupt nicht, denn es ist einfach irgendwer. Das heißt, sie denken, sie haben euch, aber sie haben euch nicht. Ja, also somit können sie dann nicht wirklich irgendwelche Profile von euch erstellen, weil sie ständig denken, okay, das ist jetzt ein anderer Zugriff. Das ist übrigens auch der Grund, dieses Browser-Fingerprinting, warum man bei Tor nicht die Auflösung verstellen sollte, beziehungsweise ihn resizen sollte. Steht übrigens am Anfang dabei, falls ihr es mal ausprobiert habt. Gut, ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht und ihr könnt jetzt beruhigt ein bisschen surfen gehen. Ja, was wir noch machen werden, weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht habe ich noch ein paar Videos für euch. Das werden wir dann sehen. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.